Hallo und willkommen zu meinem Video. Heute möchte ich Easy Markets vorstellen, beziehungsweise, um genau zu sein, ein neues Feature, das Easy Markets auf den Markt gebracht hat. Das nennt sich Easy Trade. Erstmal kurz zu Easy Markets. Hierbei handelt es sich um einen Forex-CFD-Broker, den es schon sehr lange gibt, seit 2001. Das ist schon mal ein gutes Zeichen insgesamt. Er ist reguliert von der SISAC. Also er fällt auch unter die ESMA-Bestimmung, die jetzt neuerdings in ein paar Tagen in Kraft treten, beziehungsweise die in einem Monat für CFD und Forex in Kraft treten, für den Hebel. Da fällt er auch drunter. Ja, und hier sieht man nochmal so die erreichten Ziele des Brokers in den letzten Jahren, in den letzten 17 Jahren. Er gibt es also wirklich schon eine ganze Weile. Und wie gesagt, heute geht es speziell um die Easy Trade Feature. Wie gesagt, kontrolliert ist er von der SISAC. Der Support ist auch recht gut soweit. Leider ist die Seite nur auf Englisch, Chinesisch und Polnisch erreichbar, beziehungsweise Arabisch noch, wenn ich es richtig sehe. Hier sehen wir, dass es eine ganze Menge Werte angeboten werden: CFD, Forex, Metall, Rohstoffe und Aktienindizes und Kryptowährungen allerdings. Außerdem bietet Easy Markets noch eine gesonderte Plattform für normale Optionen an. Heute geht es aber, wie gesagt, erstmal um das Easy Trade. So, ich habe mich hier jetzt mal eingeloggt. Jetzt sieht man hier neben die Märkte, die man wählen kann. Kann die auch zusammenschieben wieder. Hier sind die Hauptmärkte. Und hier habe ich dann das Easy Trade, das Day Trading und Pending Order. Easy Trade ist das, worum es mir heute geht. Hier unten wird erstmal angegeben, dass Easy Trade einzigartig ist, keinen Spread hat, das Risiko limitiert ist, der Gewinn unlimitiert ist und dass man sich nicht um Stop Loss oder Stop Out kümmern muss. So, das Ganze ist zeitlich geregelt. Also ich gehe in Trade für 1 Stunde, 3 Stunden oder 6 Stunden ein. Hier oben gebe ich mein maximales Risiko an, sagen wir 100 Euro. So, dann kann ich hier klicken. Da sehe ich dann, welches Ziel wo erreicht werden muss. Welches Kursziel, dass ich wie viel Geld bekomme. Wie man sieht, geht das beliebig weiter nach oben. Ja, und wenn ich da unten handle, ist es hier das gleiche. Wir haben hier jetzt Bitcoin US-Dollar. Jemand, der binäre Option gehandelt hat, der wird hier eine gewisse Ähnlichkeit auffallen. Also das ist im Grunde der Weg, wie Easy Markets um das Verbot binärer Optionen so ein bisschen rumkommt. Es sind keine binären Optionen. Der Gewinn ist nicht festgelegt und so weiter und unterscheidet sich durchaus. Ist von der Art und Weise, wie man es handelt, dann aber doch wieder sehr ähnlich. Wie man sieht, gibt es leider nur 1 Stunde, 3 Stunden und 6 Stunden. Man muss also seine binäre Optionsstrategie etwas anpassen hier drauf. Und man hat auch keinen fixierten Gewinn. Man hat also nicht bei einem Pip Unterschied schon 80% Gewinn, sondern der Gewinn ist hier direkt von der Preisbewegung abhängig. Es entspricht also ein bisschen mehr den digitalen Optionen und bleiben wenig ähnlicher als den binären Optionen. Das ist jedenfalls eine recht interessante Alternative. Die werde ich in nächster Zeit jetzt nochmal testen. Das ist erst heute, habe ich davon erfahren. Da werde ich in den nächsten Tagen ein paar Tests machen. Und dann dazu nochmal ein Video machen. Insgesamt macht Easy Markets auf mich einen recht guten Eindruck soweit. Auch die werde ich demnächst nochmal ausführlicher testen. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und im nächsten Video gibt es dann noch eine Strategie dazu.